ich jetzt noch Gänsehaut, toller Kongress. Ja, mir hat's Spaß gemacht. Der Club 55 besteht nunmehr seit 53 Jahren. Der Schwede Heinz Goldmann, Bernard Jolien aus Frankreich und Jan Waage aus den Niederlanden. Menschen aus drei verschiedenen Ländern gründeten 1958 den Expertenclub aus Marketing- und Vertriebsspezialisten. Wir wollten einen europäischen Verein gründen, weil damals Europa natürlich, das war ein Ideal für die Zukunft. Das Ideal für die Zukunft ist Wirklichkeit geworden. Die European Community of Experts in Marketing and Sales hat sich zu einer Gemeinschaft entwickelt, die darauf basiert, voneinander und miteinander zu lernen. Wir sagen, für unser Honorar machen wir mehr Erfolg. Das Schöne ist, dass wir hier Experten haben, die wirklich ihre individuellen Themen für sich mitnehmen und die nach außen bringen und dort Zeichen mit im Markt setzen. Das Highlight des Club 55, der regelmäßig stattfindende Jahreskongress. Hier werden ausgewählte Persönlichkeiten aus Wirtschaft und öffentlichem Leben mit dem Award of Excellence ausgezeichnet. Nach Unternehmern wie Dietrich Mateschitz, Professor Reinhard Wirth, Dr. Michael Otto und Professor Klaus Fischer waren es 2011 Dr. Wolfgang Eder, Vorstandsvorsitzender des Stahlriesen Voest Alpine AG, Zukunftsforscher Professor Horst Opaschowski und Boxlegende Henry Maske, die vom Club 55 geehrt wurden. Es ist natürlich eine Auszeichnung von Leuten, die schon gewisse Ansprüche selber gesetzt haben im Leben und schätze das sehr, dass ich heute vor Rednern, und das sind ja alles zum großen Teil zumindest Redner, beeindruckt habe. Der Jahreskongress des Club 55 steht jedes Jahr unter einem bestimmten Motto, nach dem sich alles ausrichtet. Für die Teilnehmer des Club 55 Kongresses zählt neben den hochkarätigen Auszeichnungen und Gästen besonders der Austausch untereinander. Für mich hat die Aufnahme im Club 55 Anfang 2001 bedeutet, dass Kollegen, die sehr outstanding als Experten tätig sind, mir Unterstützung geben können, dass wir im Netzwerk kooperieren, dass wir gemeinsam auch bei Kunden arbeiten können. Das ist das Wichtigste überhaupt in unserem Club, dass wir es fertigbringen, wertfrei, völlig offen, unter Freunden, miteinander Erfahrungen auszutauschen. Mitglieder sind hauptsächlich Experten und Fachspezialisten aus Marketing und Vertrieb und das Aufnahmeszenario ist mittlerweile Kult. Denn bewerben können sich die Trainer und Speaker für eine Aufnahme in den Club 55 nicht. Im ersten Jahr ist man Gast, ein Jahr später Kandidat. Und dann muss man sich erstmal vor den kritischen Augen der Club 55-Kollegen im Vortrag beweisen und wird von ihnen bewertet. Du kannst ja auch nicht einfach anrufen und sagen, ich möchte ja Mitglied werden. Du brauchst zwei Sponsoren, zwei Paten, darfst ein Jahr als Gast kommen. Dann musst du einen Einführungsvortrag halten, mindestens von der Benotung her 7,5 bekommen von 10 Punkten. Die Mitglieder bewerten nicht nur Inhalt, Performance und Nutzwert des jeweiligen Kandidaten, sondern achten auch darauf, ob und inwiefern dieser Experte in den Kreis des Club 55 passt. Die Aufnahme ist also für jeden Kandidaten eine Herausforderung. Diejenigen, die Einführungsreferate haben, die haben dann oft echt Lampenfieber. Und das gehört etwas zum Club. Man misst sich unter den qualitativ Besten und wird von denen bewertet. Also wer hier besteht, besteht natürlich auch am Markt. Ralf Struppert musste 2011 in seinem Kandidatenvortrag bestehen. Mit Erfolg. Also die Feedbacks sind sehr gut. Jetzt ist man ja Profi und trotzdem merkt man echt, der Profi ist vor Kollegen noch aufgeregt. Und das war ganz cool, war spannend. Und ich habe es genossen. Business und die intensive Weiterbildung stehen im Vordergrund des jährlichen Club 55 Kongresses. Aber genauso gehen hier Arbeit und Vergnügen Hand in Hand. Segeln, Wandern, Malen. 2011 stand der Ostseeausflug ins Künstlerdorf Ahrenshoop unter dem Motto Strategieworkshop mit Leitbildentwicklung. Die Kongressteilnehmer tauschten für einen Nachmittag ihre Business-Outfits gegen Maler-Overalls und ließen ihrer Kreativität auf der Leinwand freien Lauf. Wie man sieht, gibt es hier heute ganz fantastische Ergebnisse und jeder kann diese Methode, nachdem er sie jetzt mal mutig ausprobiert hat, vielleicht dann auch in seine Arbeit integrieren und damit auch für die Kunden noch zukünftig weiteres Potenzial erschließen. Und wie es sich für echte Vertriebs- und Marketingprofis gehört, machte man die eigenen Kunstwerke später zu Geld und spendete sie einem guten Zweck. Dieser wurde nicht wahllos festgelegt, sondern mit dem Highlight, dem Besuch des ehemaligen Boxweltmeisters Henry Maske, verbunden. Er erhielt den Award of Excellence als erfolgreicher Spitzensportler, Unternehmer und Initiator der Stiftung A Place for Kids. Professionell, freundschaftlich und zukunftsweisend. Das wird der Club 55 auch in den nächsten Jahren sein. So werden auf den folgenden Jahreskongressen Mitglieder, Preisträger und Gäste des Club 55 die Richtung für strategische Marketing- und Vertriebskonzepte maßgeblich mitgestalten.